Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog vom Auktionshaus von Brühl hier in Stuttgart. Heute habe ich was ganz Außergewöhnliches hier vorliegen. Wir haben vor kurzem einen Nachlass eingeliefert bekommen, und zwar von Friedrich K. von Savigny. Das ist ein berühmter deutscher Rechtsgelehrter und ein Mitbegründer der Rechtswissenschaften. Und wir haben hier eine Vielzahl an Dokumenten bekommen von ihm persönlich und auch von seiner Familie. Die möchte ich euch heute einfach mal kurz präsentieren. Ganz kurz noch Hintergrundinformationen. Am 6. Dezember 2019, also das sind jetzt noch 1, 2, 3 Wochen in etwa, wird es eine Auktion hier in Stuttgart geben. Man kann international von der ganzen Welt online mitbieten. Man kann auch hier im Auktionshaus mitbieten. Und ab nächste Woche kann man jederzeit hier vorbeikommen und die Unterlagen sichten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Stapel. Das sind unter anderem sehr viele Kaufverträge, weil die Familie Savigny, vor allem der Vater, der hat sehr viel Land erworben. Das sind unter anderem Beglaubigungen, da sind aber auch Sterbeurkunden mit dabei. Hier haben wir zum Beispiel ein Siegel auch mit drauf. Außerdem eine ganze Menge juristische Unterlagen allgemein. Die meisten Sachen sind dann signiert, also viele Unterschriften von Friedrich Karl sind hier direkt mit dabei. Ansonsten gehen wir mal weiter hier nach oben. Hier sieht man die Erhebung in die Reichsritterschaft. Und zwar ist das die Erhebung von dem Vater von Friedrich Karl, nämlich von Karl Ludwig von Savigny. Haben wir hier zum Beispiel, das kann man sich mal anschauen. Genau. So. Schauen wir hier mal rein. Das sind natürlich alles Dokumente, die teilweise 150 Jahre und noch älter sind. Da sollte man also etwas vorsichtig sein. Genau, das ist also hier diese Erhebung in die Reichsritterschaft. Der Sohn von Friedrich Karl von Savigny war unter anderem ein sehr enger Mitarbeiter von Bismarck. Und Friedrich Karl von Savigny selbst war unter anderem ein Lehrer von den Gebrüdern Grimm. Und was kann man noch sagen? Genau, er hatte unter anderem auch Schriftverkehr mit Karl Marx. Das ist zum Beispiel im Museum zu sehen, diese ganzen Unterlagen. Hier haben wir jetzt auf dem Tisch, sehen wir einen Geldbeutel. So sahen die also damals aus. Gucken wir mal rein. Ja. Da ist sogar noch Geld mit dabei, wie ich gerade sehe. Ja, ist natürlich jetzt nicht mehr im Top-Zustand. Hier sehen wir Geld. Hier sehen wir gewisse Notizen. Hier sagt man, dass dieser Geldbeutel von Friedrich Karl stammen soll. Dann haben wir hier außerdem nochmal einen Stapel mit Aktien. Und hier ist somit ein Herzstück von der ganzen Sammlung, die wir hier haben. Und zwar war Friedrich Karl von Savigny liiert mit der Bettina von Arnim, geborene Brentano. Und hier haben wir diverse handgeschriebene Liebesbriefe. Genau, das kann man sich dann alles mal, wenn man Sütterlin lesen kann, kann man sich das alles mal in Ruhe durchlesen. Hier ist aber unter anderem zwischen den ganzen Liebesbriefen war auch noch irgendwo eine Rechnung mit dabei, hier auf dieser Seite. Haben wir uns ein bisschen gewundert, warum da jetzt eine Rechnung in diesen Briefen mit dabei ist. Genau, also im Großen und Ganzen, das ist jetzt hier eine kleine Auswahl an Objekten unserer Sammlung. Insgesamt sind es zwei komplette riesige Koffer voll mit Unterlagen und Papieren. Das ist also wirklich, hier kann man wissenschaftlich sehr intensiv und sehr lange arbeiten und sehr viel noch herausfinden. Ich denke, das macht die ganze Sammlung spannend und außergewöhnlich. Das Ganze wird, wie gesagt, am 6. Dezember 2019 in einer einmaligen Position angeboten. Es gibt schon für einzelne Positionen, gibt es teilweise schon sehr hohe Gebote, wie eben diese für diese Liebesbriefe. Uns ist es aber wichtig, dass man diese Sammlung in einer Einzelposition verkauft, weil wir wollen nicht, dass das Ganze in verschiedene Himmelsrichtungen geht, sondern idealerweise an einen privaten Sammler
oder an ein Museum. Und wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Mein Name ist Andreas von Brühl vom Auktionshaus von Brühl und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Vielen Dank.